Bayern an Bellerin interessiert, James auf dem Sprung und Rekordtransfer für Freiburg? Dass ich dem sage es. Mein Name ist Nico. Los geht's. So, wir machen jetzt mal wieder eine Tagesschau. Paris. Paris Saint-Germain soll ein Angebot für Hector Bellerin, den Außenverteidiger des FC Arsenal, abgegeben haben. Die Rede ist von 28 Millionen Euro Sockelablöse plus irgendwie 6 Millionen Euro Boni, sowas um den Dreh. Bellerin ist ja inzwischen nach seinem ziemlich schwierigen Jahr 2019 mit Kreuzbandverletzungen etc. wieder Stammspieler bei Arsenal London und hat Interesse von großen Vereinen geweckt, wie eben PSG. Man weiß derzeit nicht, ob Bellerin überhaupt an einem Transfer interessiert ist. Was man allerdings weiß, ist, dass, wenn er interessiert sein sollte, dann nicht nur PSG anklopfen würde, sondern eben wohl auch der FC Bayern. Denn wir wissen alle, die Bayern gucken derzeit nach einem Außenverteidiger, haben eigentlich nicht die große Lust, da über 20 Millionen Euro für zu bezahlen. Doch, ich glaube, wenn man Hector Bellerin bekommen kann, den ich immer noch für einen großartigen Spieler halte, dann würde man sich das zweimal überlegen. Doch, Sergiño Dest bleibt weiterhin Favorit bei den Bayern. Klar ist aber auch, ich stelle euch mal vor, Alter, Bellerin, Gnabry, Sané. So viel Swag verträgt man in München einfach nicht. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Da platzt Uli Hoeneß der Kopf. Und wo wir gerade bei den Bayern sind, an der ganzen Geschichte, dass Brozovic auf dem Weg nach München wäre, ist scheinbar weniger dran als gedacht. Zumindest, wenn man Brozovics Insta-Post glauben darf. In Sachen Abschied aus Mailand machte der Mittelfeldspieler eine klare Ansage. Ich kann nur sagen, dass ich immer alles für dieses Hemd und für diese Stadt geben werde, in der ich mich absolut zu Hause fühle. Ich denke, ich habe auch einige Emotionen geweckt, als wir zum Beispiel die Freude im Derby teilten. Ich liebe dieses Trikot, ich liebe Mailand und ich kann es kaum erwarten, noch lange für die Nerazzurri zu kämpfen. Forza Inter. Oh. Ja, das ist jetzt aus der Kategorie, klingt nicht unbedingt nach Abschied. Auf der anderen Seite reden wir auch vom Fußball 2020. Ne? Das kann er so einfach sagen, dass er morgen weg ist. Wir werden sehen, aber wahrscheinlich muss Bayern sich in eine andere Richtung umgucken. So, nochmal ganz kurz zurück zu Paris Saint-Germain. Damit haben wir eigentlich angefangen und damit bei Inter. Also machen wir gerade weiter. Paris Saint-Germain soll gestern Abend eine Anfrage an Inter Mailand für Milan Skriniar geschickt haben. Der Innenverteidiger hat zuletzt seinen Stammplatz in Mailand verloren, spielte beim Europa League Endturnier nur, ich glaube, 6 Minuten insgesamt und könnte damit nicht so richtig zufrieden sein. Ein offizielles Angebot für den 25-jährigen Slowaken haben sie noch nicht unterbreitet. Derzeit geht es erstmal darum, abzutasten, ob denn überhaupt Interesse an einem Verkauf besteht. James Rodriguez zu Everton ist so gut wie sicher. 25 bis 30 Millionen Euro wird der FC Everton überweisen nach Madrid. Und damit vereinen wir Carlo Ancelotti und James Rodriguez zum dritten Mal. Er wird in Liverpool einen 3-Jahres-Vertrag unterschreiben. Ähnlich nah vor einem Abschluss steht der Transfer von Kai Havertz, Freunde. Ja, ja, es nervt mich doch auch. Kann ich doch auch nichts für. Sieht so aus, als habe Kai Kai Havertz bereits seinen Medizincheck bei Chelsea durchgeführt und das schon am vergangenen Sonntag. Jetzt geht es wohl wirklich nur noch um Tage und ich verspreche an dieser Stelle, wenn nichts Großartiges passiert, rede ich nicht mehr über Kai Havertz, bis es bestätigt ist. Okay? Deal? Alles klar, machen wir so. Bas Dost. Das ist so ein Thema, ne? Der Niederländer hat sein Glück bei Eintracht Frankfurt bis jetzt noch nicht so richtig gefunden. 10 Tore in 31 Pflichtspielen, eigentlich keine schlechte Quote. Doch davor hat er ja in der portugiesischen Liga alles so sehr zerschossen, dass man dachte, ja gut, der wird schon seine 20 Buden in der Bundesliga machen. Hat er nicht. Und vor allem hatte er wiederkehrende und ständige Verletzungsprobleme. Und das führt jetzt dazu, dass Eintracht Frankfurt vermutlich nicht abgeneigt wäre, den Niederländer abzugeben. Und der FC Brügge soll ihn scheinbar unbedingt an Land ziehen wollen. Doch der 31-Jährige hat die Eintracht ja irgendwas zwischen 7 und 9 Millionen Euro gekostet. Und man würde sicherlich 5 zurückhaben wollen. Brügge braucht dringend einen neuen Offensivmann, einen Mittelstürmer. Und scheinbar ist man bereit, für Bas Dost viel zu investieren. Also ich vermute mal, wenn die Eintracht irgendwie 4, 5, vielleicht 6 Millionen bekommen könnte, dann ließe sich darüber reden. Klar wäre allerdings auch, die Eintracht müsse dann selbst noch einen Offensivspieler holen. Und ganz kurz noch, Daichi Kamada, Bruno Hübner hat sich gestern geäußert und gesagt, er ist sehr zuversichtlich, dass der Japaner seinen Vertrag verlängert. Kamadas Vertrag würde ja im Sommer 2021 auslaufen und er soll bei einigen Vereinen auf der Liste stehen. Deshalb wäre das auch wichtig. Eintracht Talk over. Jetzt geht's nach Freiburg und die sind an einem Mann dran, der den besten Namen der Stadt hat. Denn gestern Abend berichtete die L'Equipe, dass ein Spieler des SC Angers unmittelbar vor einem Transfer zum SC Freiburg stehen soll. Und der Mann heißt, und das ist mein voller Ernst, Baptista Santa Maria. Baba.
Das ist ein überragender Name. Lass ich nichts drauf kommen. Santa Maria ist ein defensiver Mittelfeldspieler und soll bei Freiburg Rekordtransfer werden, zumindest laut der Equipe. Sein Verein, Angers, hat direkt danach dementiert, dass es da schon irgendeine Einigung geben soll, also abwarten. Aber ich hoffe, dass ein Mann mit diesem Namen in die Bundesliga kommt. Das war's für heute, Freunde. Nachher gibt's ein VfB Stuttgart. Who starts? Willkommen zurück in der Bundesliga an die Jungs mit dem Brustring. So, ich bin raus.